Der Mond ist auf Sie starren und sehnen sich hinauf, die Erdlinge, zum Mond, dem bleichen Nachtgesellen, der stillen, glänzenden Freundin. Er soll den Vorstellungen seiner Betrachter entsprechen, einmal männlich, einmal weiblich. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Wir haben uns entschlossen, noch vor Ablauf dieses Jahrzehnts den Mond zu betreten, sagt John F. Kennedy am 25. Mai 1961. Diese Herausforderung ist nicht einfach, aber sie setzt die besten Kräfte in uns frei. Und wir werden gewinnen. Kennedy, der junge Präsident, setzt der Nation ein neues, faszinierendes Ziel. Er weiß um den Mythos des Mondes und macht ihn zum Kalkül seiner Politik. In der Phase des Kalten Krieges kann Amerikas Weg zu einer friedlichen Vorherrschaft nur über den Mond führen. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Vor laufender Fernsehkamera betritt 1969 der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Die irdische Grenzüberschreitung als Fernseh-Live-Übertragung. Placing of a man on the moon for the United States. In Mittwinternächten, bei vollem Mond, wird der Mann zum Wolf, wechselt die Hyäne ihr Geschlecht. Seit uralten Zeiten gilt der Mond als Hüter der Verwandlung, da er selber wandelbar ist. Aus dem runden, vollen Mond wird die Sichel der Neumond oder Schwarzmond. Agrippa von Nettesheim, mittelalterlicher Arzt und Theologe, nennt lunarisch, dem Mond zugehörig, unter den Elementen die Erde und das Wasser. Sowohl das Meer wie das Flusswasser und alles Feuchte. Die Steine des Mondes sind alle weiß oder grün, desgleichen die Perlen, die auch als Tautropfen des Mondes gelten. Von den Geschmäcken gehören dem Monde an der salzige und unschmackhafte. Unter den Tieren sind es all die, die den Lauf des Mondes beachten, wie der Wolf, aber auch die Schlange, die ihre Haut wechselt, die Fische als Götterboten im Ozean und der Frosch. Der Mond ist ein besonders leicht zu beobachtender Himmelskörper, da er sich der Erde am nächsten befindet. Seine Flecken und Formationen haben seit jeher die Fantasie inspiriert. Manche glaubten, das Schiefgesicht eines Mannes zu erkennen, andere einen Mondhasen. Verbreitet war auch die Vorstellung einer Frau im Mond, Frau Luna, begehrenswert und anbetungswürdig. Göttin. Seit der Altsteinzeit wussten die Menschen, dass die Phasen des Mondes nicht nur mit Springfluten, Tau, Gezeiten und Pflanzenwachstum korrespondieren, sondern auch mit dem biologischen Rhythmus der Frau. Eine Verbindung zwischen Frau und Mond findet sich in vielen frühen Kulturen und Mythen. Die Namen der Göttin und ihre Macht variieren, doch immer war sie zuständig für Himmel und Sterne, für Liebe und Fruchtbarkeit, für Vegetation und Jagd, für Tod und Wiederkehr. Nut, ägyptische Göttin des Himmels und der ewigen Nacht. Ishtar, babylonische Göttin der Liebe und der Sterne. Selene, Diana, Demeter, Hekate, Artemis. Auch das Christentum will auf planetare Symbole nicht verzichten. Maria auf dem Sichelmond hat die alten Mondgöttinnen verdrängt
und erinnert zugleich an sie. Die Jungfrau erbt die Aufgaben der heidnischen Vorgängerinnen als Königin des Himmels, Patronin der Gebärenden, als Herrin der Fluten. Tänze und Gesänge, Monden fern und Monden selig. Der Anblick des schwefligen Balls lässt Wölfe heulen, inspiriert Dichter zu Wünschen und Schwüren, Forscher zu philosophischen Traktaten und Filmregisseure zu außerirdischen Reisen. All lunatics, mondsüchtig und gefährdet alle, sagt Shakespeare über die Liebenden. Er lässt Julia ihren Romeo warnen. O, schwöre nicht beim Mond, dem Wandelbaren, der immerfort in seiner Scheibe wechselt, damit nicht wandelbar dein Lieben sei. Mit dem kalten, fahlen Glanz des Mondes, der eine magische Wirkung ausübt, wirbt die UFA 1928 für den Film Die Frau im Mond. Ein uralter Traum der Menschheit, die Sehnsucht nach dem Monde, dem leuchtenden Begleiter der Erde. Fräulein Friede ist der Magie des Mondes verfallen und wünscht nichts sehnlicher, als Lunautin zu werden und zum Mond zu reisen. Schon 1903 kann das Kinopublikum die Welt des Mondes kennenlernen. Georges Méliès inszeniert Die Reise zum Mond und verfilmt so einen der ältesten Menschheitsträume. Utopia heißt nirgendwo. Und das utopische Denken zeichnet sich dadurch aus, dass es in unsichtbaren Entwürfen, in Idealmodellen denkt, die der bestehenden Realität gegenübergestellt werden und als die besseren Modelle entworfen werden. Der Mond ist ein Ort von andersartigem Leben, weiß der englische Bischof Francis Godwin, Verfasser des ersten Mondreiseromans The Man in the Moon von 1638. Das Dasein der Mondbewohner ist ein ideales. Es herrscht ewiger Friede, und es gibt weder Todesfurcht, Mord, Diebstahl noch Lüge. In Tausenden von Jahren wurde bei ihnen keinerlei Unzucht getrieben. Das utopische Denken hat nicht nur dazu geführt, dass es eine unsichtbare Wirklichkeit gibt, sondern es hat auch die Sehnsucht danach in die Welt gesetzt, dass es möglich sein müsste, diese unsichtbare Welt zu erreichen oder diese unsichtbaren Modelle in die Wirklichkeit zu übertragen. Und so muss man sagen, dass die Geschichte des Abendlandes sich auch interpretieren lässt als eine Reise hin nach Utopia. Und da ist es ganz interessant zu sehen, woher das Wort Reisen überhaupt kommt. Es stammt ab vom althochdeutschen Wort Risan, was so viel bedeutet wie aufstehen, aufbrechen, aufbrechen zu kriegerischer Handlung. Es hat also eindeutig die Konnotation Eroberung, Aufbruch zu neuen Ufern, aber mit dem Ziel der Eroberung. Für die Menschen im Mittelalter war alles das, was hinter dem nächsten Berg oder jenseits eines nächsten großen Wassers lag, utopischer Ort. Galilei hat dann mit seinem Sidereus Nuncius, seiner Botschaft von den Sternen, den utopischen Raum aufgerissen, hat das Universum als Projektionsmöglichkeit für Wünsche und Bedürfnisse geöffnet. Suchen, annähern, erforschen, entdecken, in Besitz nehmen. Galilei dringt 1610 mit dem Teleskop ins Weltall ein. Seine Darstellungen zeigen, dass die Mondoberfläche nicht glatt ist, wie man glaubte, sondern von Bergen und Kratern bedeckt. Eine Provokation. Kugel
Kreis und Ellipse durchbrechen das christliche Glaubensgefüge. Zischen, flüstern, summen, murmeln. Nur eine Reise dorthin konnte den Beweis bringen. Das Teleskop ist ein Mittel, das Ferne heranzuholen. Man spricht ja auch vom Fernrohr. Das Nahe und das Ferne prallen dabei aufeinander. Insofern ist das Teleskop tatsächlich eine Sehmaschine und eine Geschwindigkeitsmaschine. Sie verwischt den Abstand zwischen dem Nahen und dem Fernen. Dank des Fernrohrs konnte der Mond nach Galilei sehr schnell optisch erreicht werden. Doch wirklich erreichbar wurde er erst Jahrhunderte später. Eigentlich hat die Rakete den Traum des Fernrohrs Wirklichkeit werden lassen. Der Mensch setzte den Fuß auf den Mond. Seltsamerweise jedoch hat man in dem Moment, als man auf dem Mond gelandet ist, die Erde so beobachtet wie Galilei den Mond. Keine Zeitung, kein Radio geben Kunde, als im Morgengrauen des 12. April 1961 der sowjetische Kosmonaut Juri Alexejewitsch Gagarin als erster Mensch ins All startet. Die Welt erfährt von dem Staatsgeheimnis erst nach geglückter Rückkehr. Mit seinem Flug von 108 Minuten erreicht der Sohn eines russischen Bauern, was die Amerikaner am meisten befürchten. Der erste Mensch im All, ein Russe. Beim Kreml-Empfang fragt der russische Metropolit den Kosmonauten: Juri, mein Sohn, hast du da draußen Gott gesehen? Nein, mein Vater. Versprich mir, Juri, bittet der Geistliche, dass du davon niemandem etwas sagst. Dann kommt Chruschtschow zu Juri herüber. Juri, Genosse, sag, hast du da draußen Gott gesehen? Ja, Genosse, Generalsekretär, antwortet der Kosmonaut. Worauf Chruschtschow ihn beiseite nimmt: Genosse Gagarin, das muss unter uns bleiben. Der Mond rückte eigentlich Mitte der 60er Jahre mehr und mehr in das allgemeine Interesse. Man spekulierte einmal, dass die Russen zu einem bestimmten Jahrestag, und das war ja üblich in der Sowjetunion, den Mond ansteuerten, nämlich 1967. Das wäre nämlich der 50. Jahrestag der Oktoberrevolution gewesen. Bei den Amerikanern wusste man, Kennedy hatte im Mai 1961 ja proklamiert, diese Nation sollte versuchen, im Laufe dieses Jahrzehnts einen Menschen zum Mond zu bringen und gesund zur Erde zurück. Und so waren es vor allem Mitte der 60er Jahre wurde die Sache spannend und man fragte sich, wer ist nun wirklich der Erste? Man hat Wetten abgeschlossen und viele meinten damals, die Russen werden die Ersten sein. Im Jahre 1963 brachte die UdSSR einen zusammenhängenden Satz von Briefmarken heraus, der erstaunlicherweise eine sehr realistische Darstellung der uns damals schon bekannten Raumschiffe brachte. Hier sieht man den Sputnik 1 in einer recht naturgetreuen Darstellung. Da ist nämlich ein Foto. Und hier haben wir die Raumschiffe Vostok, die ebenfalls grundsätzlich richtig, systematisch richtig beschrieben sind. Zum Beleg auch hier wieder ein Fotodokument. Und dann haben wir als dritte Briefmarke an diesem Block ein großes Raumschiff, wesentlich größer als die uns bis dahin bekannten. Wir müssen annehmen, dass es sich um die Vostok-Raumschiffe, vielleicht sogar um die Sojus-Raumschiffe handelt. Auch wir als Reporter und Berichterstatter, wir spekulierten. Niemand wusste es genau. Man wusste, dass die Russen einen hohen Stand der Technik hatten. Aber Informationen zu bekommen, das war sehr unterschiedlich. Von den Amerikanern wurde man gewissermaßen überfüttert. Man bekam Informationen in jeder Art. Man konnte Kongresse besuchen, man konnte die Startrampen besuchen, die Industriewerke, in denen die Raumschiffe gebaut wurden. Das alles war möglich. Auf der anderen Seite, die Russen sagten gar nichts. Die flogen in den Weltraum und wenn sie oben waren und wenn sie zurückkamen, dann haben sie es gemeldet. Natürlich
mit großen Fanfarenstößen. Es gab Jubelparaden in Moskau. Und wir waren damals darauf angewiesen, eigentlich genauere, detaillierte technische Informationen zusammenzusuchen aus den kleinsten Belegen und kleinsten Mosaiksteinchen, um ein Bild zu gewinnen. Space Race, Wettlauf im All, männliches Ritual, Erkundungen in der Welt der Horizontalen und Vertikalen. Beobachtung eines Wettlaufs nennt Paul Virilio seine Theorie der Geschwindigkeit. Le désir de la vitesse est un désir vieux comme le monde. Der Wunsch nach Geschwindigkeit ist so alt wie die Menschheit selbst. Ja, es gibt ihn nicht nur beim Menschen, sogar auch im Tierreich. Jede Gesellschaft entwickelt den Wunsch nach Geschwindigkeit, um zu entkommen, vor Raubtieren zu fliehen, nicht eingeholt zu werden. Es gibt stets eine Beziehung zwischen der Geschwindigkeit als Flucht vor etwas und der Flucht nach vorn. Durch die Entwicklung von Technologien, von der Dressur des Pferdes bis zur Erfindung von Auto und Rakete, geht es um den Willen, den menschlichen Lebensbedingungen zu entfliehen. D'une volonté d'échapper aux conditions qui sont celles de l'homme. Jeder Irdische ist würdig, eine solche Reise zu unternehmen. Keiner von sitzender Lebensart, keine Wohlbeleibten, keine Wollüstlinge nehmen wir, schreibt der Astronom Johannes Kepler in seinem Buch Somnium 1634. Ich glaube, man muss die 50er und die 60er Jahre insgesamt als eine Art Wettlauf zwischen den beiden Großmächten sehen, zwischen den USA und der Sowjetunion. Dazu mussten sie nachweisen, dass sie auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet vorne an waren. Und dazu war wiederum die Raumfahrt ganz besonders geeignet. Es begann mit dem Sputnik 1957, Gagarins Flug 1961. Und im Lauf der 60er Jahre kam dann eigentlich, rückte mehr und mehr, auch nach dem Appell von Kennedy im Mai 1961, der Mond in den Vordergrund. Aber in diesen 60er Jahren versuchte einer den anderen zu übertrumpfen. Man flog längere Zeit, 3 Tage, 8 Tage, 3 Wochen. Erst waren es ein Mann, dann waren es 2 Mann in einer Raumkapsel. Dann erprobte man die Rendezvous-Technik. Dann gab es den ersten Kosmonauten, ein Russe wiederum, der in den Weltraum ausstieg. Und so versuchte einer den anderen zu übertrumpfen. Und das Ganze vollzog sich eigentlich auf dieser Bühne Weltraum vor den Augen der ganzen Welt. In den Vereinigten Staaten fand das Apollo-Programm nicht nur Zustimmung. Das Projekt war sehr kostspielig und in den ersten Jahren durch Misserfolge gekrönt. 1967 verbrannten 3 Astronauten. Mit der Eroberung des Mondes wollten wir der Schwerkraft entkommen. Wir haben eine Geschwindigkeit erfunden, mit der es gelang, der Erdanziehung zu entfliehen und die Welt zu verlassen. 28.000 Kilometer in der Stunde. Zum ersten Mal war die Geschwindigkeit nicht mehr relativ, das heißt bezogen auf die Erdanziehung, sondern es war eine absolute Geschwindigkeit, mit der wir unserer Natur entfliehen konnten. Der Raketenstart in Fritz Langs Film kommt der damaligen technischen Realität so nahe, dass die Nationalsozialisten die Entdeckung militärischer Geheimnisse befürchten. In den letzten Kriegsjahren verbieten sie die Aufführung. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. Man nehme,
ein Teil Kolophonium, ebenso viel reinen Schwefel, sowie 6 Teile Salpeter und löse sie in Lorbeeröl auf. Dann stecke man das Gemisch in einen langen, engen Behälter und zünde es an. Es fliegt sofort zu jedem gewünschten Ort. Diese pyrotechnische Rezeptur gibt Marcus Graecus im 13. Jahrhundert für den Antrieb einer Rakete. Die Eroberung des Mondes ist die Emanzipation von der Schwerkraft. Das ist etwas Unerhörtes, denn seit Millionen Jahren ist sie das, was uns ausmacht. Unsere Organe, unser Gefühl von oben und unten, unsere Beziehung zu anderen Menschen. Die Schwerkraft ist für den Menschen konstitutiv. Die Geschwindigkeit hingegen war von Anfang an ein Versuch, der Erdenschwere und dem Gewicht des Körpers zu entfliehen, um davon zu fliegen, dann den Weltraum und schließlich den Mond zu erobern. Apollo 11. Schaukelndes Stück Raum. Ort ohne Ort, der aus sich selber lebt, der in sich geschlossen und gleichzeitig dem Unendlichen des Alls ausgeliefert ist. Apollon, Gott des Lichtes und der Wissenschaft, Gegenspieler der Mondgöttin, Bezwinger der Musen. Apollon, Sinnbild des Menschen, der sich aus seiner Abhängigkeit von der Natur löst. Auf dem Weg zum Mond. Isaac Newton liefert die mathematische Beschreibung für diese Reise. Eine himmelsmechanische Theorie, die alle wesentlichen Beziehungen über die Bewegungen von Körpern aufzeigt, die sich unter dem Einfluss von Schwerkraft bewegen. Forward. 60 seconds. Lights on. Forward. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Both hands down about the fourth rung up. There you go. One small step for a man. Today, we proclaim that we are proud to share the family of man with Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins. Das Fernsehen war damals der Beleg, dass dieses Ereignis stattfand. Und es war der Beleg, dass eben Millionen von Menschen teilnehmen konnten an diesem Ereignis. Auch das ist ja etwas, was es in dieser Form eigentlich nicht mehr wieder gegeben hat. Es verschwammen ja auch die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Es ging ja so weit, dass einige glaubten, das Ganze sei gespielt, sei inszeniert, irgendwo in der Wüste von Arizona. Entdecken, in Besitz nehmen, für die Ewigkeit. Ja, für manche Leute hätte die Eroberung des Mondes durchaus im Studio gedreht sein können. Es gab Zweifel am Wahrheitsgehalt. Und das war ganz normal, denn dieses Ereignis war einmalig. Es katapultierte die Menschheit aus ihrer Beziehung zur Wirklichkeit heraus. Einen Mann auf dem Mond zu sehen, war buchstäblich undenkbar. Das Weltall war ins Wohnzimmer gekommen und der Mann nebst Auto auf den Mond. Ich denke, es ist
wichtig zu sehen, dass die Landung des ersten Menschen auf dem Mond nicht nur ein Wechsel allgemein in der Technokultur gewesen ist, sondern auch sehr stark ein Wechsel in unserer Wahrnehmung war und für einen Wechsel in der Medienlandschaft steht. Der Spaziergang auf dem Mond, ein Kinoereignis 1928. Die Verwirklichung dieser Vision hat Wahrnehmung und Selbstbild der Menschen verändert. Viele Menschen haben damals den Eindruck gehabt, wir Menschen, wir intelligenten Wesen auf diesem Planeten Erde können eigentlich alles erreichen, wenn wir nur wollen. Sie haben kürzlich einmal gesagt, Herr von Braun, Sie können sich vorstellen, dass im Jahre 2000 Menschen auf dem Mond geboren werden, deren sie dann herangewachsen sind, die Schule besuchen sollen, wird man sie zur Erde bringen. War das ein futurologischer Scherz? Nein, ich bin da, glaube ich, ganz realistisch. Wenn wir unsere wiederverwendbare Raumfähre haben, die auch Flüge zum Mond sehr viel billiger machen werden, als sie heute sind, dass eines Tages auf dem Mond Kinder geboren werden. Es wird eine Elementarschule dort geben, und wenn die Kinder auf die höhere Schule sollen, dann wird es heißen, jetzt kommt die Zeit, wo die mal zur Erde zurück sollen, zur Universität. Und dann kommt der Moment, wo ein unter einem Sechstel schwere Freiheit geborenes Kind plötzlich sich an die mühselige, volle Erdschwere wird gewöhnen müssen. Самочувствие всех членов экипажа отличное. Пускай. 12 апреля 1961. Frauen im Orbit sind bei den Russen seit 1963 alltäglich. Hier ist nun Valentina Tereshkova in der Schweigekammer oder Sardinenkammer. Und es taucht doch die Frage auf, warum eigentlich eine Frau im Kosmos? Ich darf die Gegenfrage stellen, warum eigentlich keine Frau im Kosmos? Nun, Abenteuer dieser Art hat man bisher doch meist den Männern überlassen. Letztlich wird auch die Frau im Raum eine entscheidende Rolle spielen. Der Mensch wird im Raum nicht leben können, wenn er seine Frauen auf der Erde zurücklässt. Liebe, Frau und Mond gehören zusammen. Im Kino und auf Terra. Irdisches ist Maßstab, bestimmt die Fantasie der Erdlinge. Und so wohnt man im äußeren Ring des Raumschiffes. Eine Kajüte mit Komfort im Kosmos. Und worauf ein Sowjetmensch keinesfalls verzichten kann, das Bolschoi-Ballett. Dinge gehen vor im Mond, die das Kalb selbst nicht gewohnt. Tulemond und Mondamin liegen heulend auf den Knien. Heulend fletschen sie die Zähne auf der schwefligen Hyäne. Aus den Kratern aber steigt Schweigen, das sie überschweigt. Dinge gehen vor im Mond, die das Kalb selbst nicht gewohnt. Tulemond und Mondamin liegen heulend auf den Knien. Luna ist erobert. Die Mondoberfläche kartografiert, Rillen und Krater benannt, von Menschenfüßen betreten. Beleg und Beweis ist nicht nur die Fernseh-Live-Übertragung, sondern auch 46 Pfund Mondgestein. Man hoffte, der Stein offenbare das Geheimnis des Universums. Man behandelte ihn mit Ehrfurcht und Respekt. Ob und welche Gefahren von ihm drohten, hat man nicht gewusst. Später schätzte man das Alter der absolut keimfreien Steine auf 3,1 Milliarden Jahre.
und gewiss war Luna ein Zwillingsgestirn der Erde. Zeit, zyklische Zeit. Zeit der Einsamkeit, Zeit der unsterblichen Liebe. Unbeeindruckt von allen heroischen Taten, zieht er seine ellipsenförmige Bahn, geht auf und unter. Stille, glänzende Freunde. Ich habe sie lange heimlich geliebt. Als ich noch Knabe war, pflegte ich schon in den Wald zu laufen und halb verstohlen hinter Bäumen nach ihnen umzublicken, wenn sie mit bloßer Brust oder im Negligé einer zerrissenen Nachtwolke vorübergingen. Der Mond bleibt Muse. Ort von Utopien und Sehnsüchten, trotz Eroberung und Erforschung. Er geht immer noch still, aber als Objekt der Fantasie musste der gute Veränderungen in Kauf nehmen. Nicht bei den Dichtern, den Liebenden und anderen Süchtigen, sondern bei den Denkern. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass mit dem Verschwinden des Mondes als Fläche für die Projektion unserer Wünsche, unserer Begierden, unserer Sehnsüchte durch die Begehung des Menschen nicht nur etwas physikalisch sich verändert hat, sondern auch unsere Wahrnehmung gegenüber den Medien sich verändert hat. Wissenschaftlich ausgedrückt, ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Es ist ja interessant, dass Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, das Kino seinen großen Niedergang zu verzeichnen hatte, also in etwa parallel mit der Eroberung des Weltraums durch den Menschen. Das begann mit dem Start des ersten Sputniks und hat dann eben mit der Landung des ersten Menschen auf dem Mond seinen symbolischen Höhepunkt erfahren. Die Leinwand, die Projektionsfläche wurde abgelöst durch den Bildschirm. Durch die Elektronenröhren. Mr. Sandman, bring me a dream. 600 Millionen Menschen rund um den Erdball waren an den Bildschirmen dabei, als der erste Mensch am 21. Juli 1969 den Mond betrat. Diese Live-Sendung war eine der erfolgreichsten Werbeaktionen für das Medium und die Elektronikindustrie. Moon. Watch it, live on channel 5. Live on 5. Les hommes sur la Terre ont regardé à travers la télévision en temps réel. Die Menschen auf der Erde haben die Mondlandung live im Fernsehen gesehen. Das heißt, es hatte sich zwischen Fernrohr und Rakete ein drittes Element geschoben, das Fernsehen, nämlich die Möglichkeit, in Echtzeit etwas zu sehen, das sich weit entfernt abspielt. Sehr weit entfernt im Falle des Mondes. Donc la fusée. Fernrohr, Fernsehen und Rakete bilden eine Mixtur, eine Triade und sind nicht mehr voneinander zu trennen. Es gibt hier so etwas wie eine Einheit der Zeit, der Handlung und des Sehens. Il y a d'une certaine façon une unité
de temps, de l'acte et du voir. In the beginning, God created the heavens. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God, in the beginning. King Kong, you know the name of King Kong. You know the fame of King Kong. 10 times as big as a man. Special arrangements to offer you the first 3-dimensional color photographs actually taken on the moon. King Kong, you know the name of King Kong. You know the... La conquête de la Lune est l'émancipation du... Die Eroberung des Mondes ist die Emanzipation vom Ort des Menschen, der Erde. Von dem Augenblick an, als wir den Mond erobert haben, gibt es kein Vorn und kein Hinten mehr. Wir befinden uns im Leeren. Wir sind von der Erdanziehung emanzipiert und damit gibt es keine Richtung mehr. Das Individuum, das sich im All befindet, bezieht sich nicht mehr auf ein Zentrum des Planeten, sondern hat sein Zentrum in sich selbst. Mais centré en lui-même. Le cosmonaute, l'astronaute d'Apollo 11 est un désaxé du monde. Der Astronaut hat die Achse der Welt, der Erdanziehung, verloren. In diesem Sinne ist er ein Stillstehender, ein träger Mensch und dem Gesetz des Kosmos unterworfen, das heißt dem Gesetz der Anziehung der Planeten. Er ist zum Newtonschen Wesen geworden. Er ist im strikten Sinne des Wortes kein Irdischer mehr, er ist ein Planetenmensch, das heißt ein Mensch, der nicht mehr an die Mutter Erde, sondern an den Kosmos gebunden ist. Das Bedeutsamste am 20. Jahrhundert ist, dass eigentlich alle Utopien der Vergangenheit in irgendeiner Form ihre Umsetzung in die Wirklichkeit gefunden haben. Egal, ob es sich um philosophische Entwürfe handelt oder um Wissenschaftsutopien, wie sie Francis Bacon entworfen hat. Und die Mondlandung ist vielleicht zugleich die erste und die letzte der realisierten Utopien. Die erste, weil es der älteste Traum des utopischen Denkens ist, den fliegen zu können. Und die letzte der realisierten Utopien, weil es tatsächlich gelungen ist, diesen Traum einer Herauslösung aus der Erdgebundenheit in die Wirklichkeit umzusetzen. Ein Gedanke, an den ich mich nicht gewöhnen will und nicht gewöhnen kann, ist, dass mit der Erreichung des Mondes, mit der physischen Erreichung des Mondes durch die Menschen auch gleichzeitig das Ende aller Utopien verbunden sein soll. Quasi mit der Erreichung dieses utopischen Ortes auch das Denken von Utopien verschwinden soll. Ich denke, dass diese Erreichung des Mondes eine Art von Verschiebung in der Kulturgeschichte des Menschen markiert hat. Stoff der Utopie, des Träumens, ein anderer. Es ist nicht mehr die Distanz, sondern es ist die Nähe. Das heißt, die Erreichung des utopischen Ortes Mondes wirft uns quasi auf uns zurück, auf unsere Beziehungen, auf die Nahbeziehungen. Die Landung auf dem Mond hat natürlich einerseits Allmachtsfantasien befriedigt. Auf der anderen Seite hat sie aber auch Schrecken
ausgelöst, und zwar auf zwei verschiedenen Ebenen. Erstens den Schrecken darüber, wie klein die Welt ist, wie zerbrechlich sie plötzlich mit diesem Blick zurück erscheint, wie fragil sie ist und damit auch das Menschsein selber fragil erscheinen lässt. Das heißt, das, was zugleich die Omnipotenzfantasie befriedigt hat, hat auf der anderen Seite überhaupt erst wieder die Sterblichkeit des Menschen, seine Zerbrechlichkeit ins Bewusstsein gerückt. Die Eroberung des Mondes hat uns diese Endlichkeit der Welt vor Augen geführt. Indem sie uns den eigenen Planeten wie ein entferntes Schauspiel zeigte, hat sie die Notwendigkeit der Ökologie bewiesen. Zugleich aber hat sie die Möglichkeit einer anderen Ökologie eröffnet. Ich meine, einerseits gibt es eine Ökologie der Substanzen. Sie befasst sich mit der Verschmutzung der Atmosphäre, des Wassers, der Luft, der Fauna und Flora. Aber es gibt noch eine andere Art der Verschmutzung, die wir durch die Eroberung des Mondes fast mit dem Finger berühren konnten. Die Verschmutzung der Distanzen. Die Welt wird immer kleiner. Verschmutzt ist nicht nur die Natur, verzerrt ist auch die natürliche Größenordnung, der irdische Maßstab. Durch die Schnelligkeit der Transportmittel und der Beobachtungsmedien, der Telekommunikation, des Fernsehens, schrumpft die Welt unter unseren Augen immer mehr zusammen. Wir haben die Linie des Horizonts verloren, die unsere Geschichte einteilte. Aber wir haben die Krümmung der Erde gewonnen. So hat die Erdkrümmung die Horizontlinie der ersten Jahrhunderte ersetzt. Wir sind gewissermaßen ans Ende der Welt gelangt. Die Welt erscheint nicht mehr als Horizont, sondern als abgeschlossener Raum. Und diese Abgeschlossenheit verweist uns, glaube ich, auf uns selbst zurück, auf unsere eigenen Mittel, auf unsere Weisheit und Vernunft. Werden wir uns in der Welt einschließen und verlieren, oder werden wir eine andere Welt erobern? C'est toute la question.